Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Wir sind auf der Suche eigentlich nach Ketil, aber ich habe keine Ahnung, wo das steckt. So, zumindest waren wir das in der letzten Folge, auf der Suche nach ihm. Komm, der Wolf ist alleine. Okay, der andere kommt auch noch dazu jetzt. Ich dachte schon, hinter mir kommt auch noch einer. So. Aber ich will dann jetzt vielleicht doch weiter nach Norden gehen. So, einfach aus dem Grund, dass wir da noch ein paar Quests vielleicht haben. Also nicht nur vielleicht, sondern haben. Da ist noch ein Wolf, aber ich gehe dem lieber aus dem Weg. Ich suche mir einen Weg nach Norden. Ich suche die Straße wieder. So, hier haben wir sie. Hier sind auch viele tote Tiere. Viele tote Katzen. Und den Hetzer müssen wir noch finden, den weißen Hetzer. Ah, Bisons. Wollnashörner. Einen. So. Hammerclan. Feuerclan. Komm, wir gehen Richtung Feuerclan. Was habe ich im Visier? Der? Wo kommst du denn her? Da! Nee, jetzt ernsthaft, wo kam der denn her? So, Eiswolf machen wir auch nochmal leer. Treffen ist manchmal so beschissen hier. Hier haben wir ein Lagerfeuer mit Goblins. Einem zumindest. So, dass ich dann vielleicht mal das Fleisch hier mal grillen kann, was wir haben. Wir haben wieder 30 Fleisch. Ist jetzt aber nur wirklich die Frage, wo finden wir nochmal Ketil? Wo finden wir den weißen Hetzer? Der soll ja hier irgendwo im Norden sein. Und wo finden wir Larsen? Der ist ja auch nach Norden gegangen. Hammerclan. Hammerclan. Beides führt zum Hammerclan. Kloster und Feuerclan. Was, wenn ich hier hochgehen? Ne, Norden ist da lang. Haben wir ein paar Wölfe, ein paar viele. Ein paar sehr viele. Das heißt, vermutlich, vielleicht ist der weiße Hetzer dort, hinter den Wölfen, aber tausenden Wölfen. Alter, wie viele Wölfe sind das hier bitte? Ah, Buckel. Aha. Du bist kein Gegner für mich.
Hier ist ja noch. Bleib stehen, Mora! Noch ein Ork, Lager. So, mitnehmen. Der Kampf wird nicht lange dauern. Hab ich dich endlich. So, den haben wir schon mal. Ich speichere lieber. Für den Fall, dass wir jetzt drauf gehen sollten. Ich werde dich zertreten wie einen Bullen. Ah, das ist der Anführer. Bleib stehen, Mora. Da! Komm. So. Den haben wir auch erledigt. Ah, komm. Ein Heiltrank. Ich werde dich töten. Jetzt kommen drei von denen. Ja, super. Komm, zwei schaffen wir wohl. Ja, haben wir hingekriegt. Schön, dass die eigentlich hier wirklich wieder Kuschwarok und so weiter heißen. Die Waffen. Hörst du mir? So. Nein, nicht Lagerfeuer, Kruschtarach. Wollte ich mitnehmen und ihn auch nochmal looten. Und dann noch mal ein bisschen was essen. Ist das da hinten Larsen? Na, Kalan? Danke. Du hast mir den Arsch gerettet. Ich dachte schon, die Brüder würden mir den Hals umdrehen. Nichts für ungut. Ich will die alte Kunst des Schmiedens lernen. Ich will die alte Kunst der Schmiede lernen. Ingvar schickt mich. Ich brauche die Zustimmung aller Schmelzer. Nicht weit von hier habe ich in einem Gebüsch meinen stählernen Hammer versteckt. Finde ihn und er soll dir gehören. Und bestelle Ingvar, dass er keinen besseren Schüler finden kann. Okay, danke. Erzähl mir was über die Gegend. Erzähl mir was über die Gegend. Da gibt's nicht viel. Eis und Schnee. Ach ja! Und es gibt das Kloster in den Bergen. Hab aber schon länger nichts mehr davon gehört. Wenn du genaueres wissen willst, rede mit Fridtjof. Er ist ab und zu beim Kloster. Ah, okay. Wie komme ich zum Kloster? Wie komme ich zum Kloster? Unten am Dorf führt ein Weg in die Berge. Folge ihm. Okay, aber erst mal hier wieder Erd sammeln. Kommen wir auf die 100 Erz doch noch zusammen. So, Erzader, nochmal. Ich hatte jetzt irgendwie auf den Dings hier gehofft.
und wieder einstecken. Und speichern. So, wie viel haben wir jetzt? An Erz 99. Ein Erz fehlt uns noch. Dann haben wir die 100 beisammen. Ist jetzt die Frage, wo kriegen wir das eine Erz her? Da sind so. Noch mehr von diesen Biestern. Gegen die Ripper kein Problem. Gegen die Katzen schon eher mehr. Komm, wechsel die Waffe. So, erstmal was buddern und den nächsten anlocken. Ich habe so ein Gefühl, er stirbt jetzt gleich. Ich lock mal den an. Okay, das hat geklappt. Nein! Echt jetzt? Komm, ein Treffer. Um dich ist es nicht schade. Haben wir geschafft. Warum ist er eigentlich hier entlang gegangen, zu den Katzen? Einmal speichern. Er hat's überstanden. So, was ist das für ein Wolfskraut? Eisenader. Noch eine Eisenader. Eisen brauchen wir jetzt aber nicht. Wo geht er entlang? Wo kommen die alle her? Wer hat mich jetzt von wo im Visier? Von da unten? Okay, dann egal. Ich gehe aber mal da lang, wo er hingeht. Ah, stimmt, hier ist der Feuerclan. Siebert? Kaelin? Lass uns Ort schlagen. Nee, Hier ist eine Münze. Ich brauche eigentlich ein magisches Erz noch. Frithjof, da haben wir den. Thorald.
So, Jäger, Kämpfer, Kriegerin, Leib. Hier sind deine Zähne. Hier sind deine Zähne. Kannst du mit Gold was anfangen? Ist Nordmar kalt? Dachte ich mir. Ich hab's ein paar Orks abgenommen. Bring mir was über die Jagd bei. Bring mir was über die Jagd bei. Wieso zittern wir so? Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Da war ja was. Da war ja was. So, wir sind hier nicht im Kloster Feuerklang. Weil da ist Grab und die Macht der Ahnen. Stimmt, Lee ist jetzt auch schon mittlerweile weg. Im Grunde ist dann seine Hütte eigentlich frei. Könnte ich dann da einziehen, oder? Würde sich niemand beschweren, wenn Lee nicht da ist. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Okay, er war der Schmied hier. So, Orktöter, Orktöter. Kehrt. Wegen der Ahnen? Wegen der Ahnen. Ja. Ich habe die Macht von Akasha. Ich habe die Macht von Akasha. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Einer habe ich. Ich habe die Macht von Einer. Einer. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Snorre. Ich habe die Macht von Snorre. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Berek. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Okay, einer fehlt mir noch. Gehe ich mal von aus. Hatte ich hier eigentlich auch einen Teleportstein irgendwo rumliegen? Da oben, ja. So, dann... Welcher fehlt mir? Baldas Grab. Dort ist ein Loch in dem Sockel. Dort kann man etwas hineinstecken. Die Macht der Ahnen. Baldas Grab. Wo hat die Baldas Grab gefunden gehabt? Komm, erst Paladin, ne? Komm mit. Los geht's. Nehmen wir ihn mal mit. Dann haben wir jemanden mehr, wo es weniger schlimm ist, wenn er drauf geht. Sagen wir mal so. Also er ist wirklich dann halb so schlimm, wenn er stirbt. Was Lester angeht, er hat nur das Lager gewechselt, ja? Der ist auch, zu einem anderen Lager übergegangen. So, aber wenn wir den mit haben, dann kann er quasi als unser Kanonenfutter ausgenutzt werden. Oh, warte mal, Karte der Ahnengräber. Ich weiß jetzt nicht, welchen wir jetzt genau schon fertig haben. Von denen. Aber müsste ich nicht hier noch irgendwie was haben für die? Er gehört Adi und scheint zu einer Crew zu passen. Fabius Schlüssel, Schlüssel zu... Okay, was haben wir hier? Verschiedene Waffen. Eine unleserliche alte Tafel. Kann ich nicht benutzen.
Ich glaube, ich muss noch mal die ganzen Gräber durchgehen. Also, ich glaube, das ist derjenige, den wir noch gar nicht haben. Also ich hoffe, der kommt mit. Der kommt hinterher, hoffe ich. Und bringe Aidan das Geheimnis der Druiden. Einziger Eiswolf. Tolle Hilfe. So, da wären wir. Wieder im Kloster. Alchemist, Feuermagier, Novize. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Pyran. Zeig mir deine Ware. Der hat wieder Gold. So. Können die Dinger mal weg? Ne, warte. So. Jetzt Goldausgleich. Dass das Wasserfass hier nicht eingefroren ist, wundert mich ein bisschen. Wo ist Pritjob? Kümmere dich besser um deinen Kram. Milton? Nein. 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 Okay, dann nein. Gut, mit Aidan müssen wir noch quatschen. Ich glaube, ich will es gar nicht mehr. Oder wollen wir Oliver mitnehmen? Aidan. Ne. Dann heißt das für uns erst einmal wieder hier die ganzen Ahnengräber durchgehen und hoffen, dass wir den einen jetzt doch noch finden. Eisen. Ja, super, ich will magisches Erz. Richtung Xardas war auf jeden Fall eins, aber den hatten wir, glaube ich. Oder warte mal. Genau, wenn wir hier runtergehen, da ist ja eins, hier ist ja eins. Aber den, ich glaube, den hatten wir noch nicht.
Ich müsste vielleicht meine eigenen VODs nochmal ansehen. Oder alle abklappern. Eins wird es auf jeden Fall sein, was uns fehlt. So, wo bleibt er? Der muss sprinten lernen. Der liebe Fridtjof. Ach, da waren wir jetzt noch, hm? So, hier vorne ist ja das eine Ding. Ich weiß jetzt, ich gehe die alle nochmal ab. Da ist ja das eine Ahnengrab. Und den hatten wir ja schon. Meine ich. Nee, den hatten wir noch nicht. Fehlt mir hier was? Jetzt kommt's, da drin ist das, was ich suche. Hier liegt noch ein rostiges Schwert, okay. Alter, erschreck mich nicht, Fridtjof. Okay, ich glaube, den hatten wir vielleicht doch. Warte mal, wo führt dieser Weg? So, Schattenläufer. Da! Da! Anstatt. Okay, dann haben wir es jetzt. Dann müssten wir jetzt die Macht von allen Ahnen haben. Dann ist das hier dasjenige gewesen, das gefehlt hatte. Jetzt aber. Ahnenstein benutzen. Passt. Ruf in Feuerclan. Haben wir auch schon erfüllt. Perfekt. So, einmal das hier. Und wieder schließen. So, jetzt ist die Kamera wieder normal.
Warte, dann können wir ja wieder Richtung Feuerclan gehen. Ihm Bescheid sagen, dass wir das alles haben. Erledigt. Ich bleib noch mal was. So, Glückjob müsste hinterher kommen. Gehe ich mal von aus. Irgendwann wird er ja da sein. Und noch eine Energy. So. Was sagt er dann jetzt? Ach da. Wegen der Ahnen. Wegen der Ahnen. Ja? Ich habe die Macht von Baldar. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Welche fehlen noch? Die Macht der Ahnen. So, da begrüßt von ihnen wurden in Grabhöhlen bestattet. Ihre Fähigkeiten sollten den Clans über ihren Tod hinausgehen. Wie das, sie sind tot. Wie kann ich helfen? Ich werde mir die Macht der Ahnensteine holen. Ich hoffe, dass deine Tatenkraft genauso groß ist wie dein Mut. Aber nimm darauf keine Rücksicht. Es geht um alles. Die Geschichte wird uns recht geben. Was ist, wenn deine Krieger noch leben? Egal, wir schicken ein. Dich. Ein Herz ist besser als 6 Messer. Sie sollen dir ihren Ahnenstein geben. Wie finde ich die Ahnensteine? Ich habe eine Karte. Dort sind alle Grabhöhlen eingezeichnet. Geh dorthin. Ich bin sicher, dort wirst du die Spuren meiner Krieger finden. Pass auf, die Toten in Nordmar sind mächtig. Lagen lange in unseren Truhen, solange, dass ihre Bedeutung vergessen hatten. Ich sah, dass die Ahnen sich im Zorn über die Orks aus ihren Gräbern erhoben. Sie wollten kämpfen gegen die Orks. Du musst vorsichtig sein. In ihrer Wut können sie Freund und Feind nicht unterscheiden. Du wirst gegen sie kämpfen müssen, um die Ahnensteine an ihren Ort zu bringen. Aber Söring, sie sind schon tot. Gib ihnen die Ruhe, die sie verdienen. So, warte mal. Wegen der Ahnen. Ich habe die Macht von Akasha, Einar, Snorre, Berek und Baldar. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, okay. Einer fehlt noch. Das waren 6 und nicht 5. Frithjof, wir müssen weiter. Beziehungsweise, warte mal. Ich gehe hier einmal pennen. Es ist dunkel geworden. Bis zum nächsten Morgen. Hat er mir beim Schlafen zugesehen, der Frechdachs. Diesen Weg. Also einen muss ich noch finden. Ist jetzt die Frage, welcher ist denn der eine, der jetzt fehlt?
Und wo führt dieser Weg hin? Achso, der führt zum Kloster. Ja gut, da wollte ich jetzt nicht hin. Also wo bleibt Frithjof? Wenigstens ist er nicht wie Lydia aus Skyrim. So, hatten wir hier? Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. So, nochmal Wolfskraut und die Bären. Okay, jetzt stelle ich mir die Frage, wo bleibt er? Also den hier haben wir jetzt. Den schaue ich nochmal. Den will ich nochmal schauen. Den, glaube ich, hatten wir. Den und den. Ich glaube, die hatten wir. So. Vor allem Karte der Ahnengräber, Ork-Ausgrabung, Tempelschlüssel. Ja, die beiden sind quasi für Varant und Nordmar irgendwie relevant. Also, dass wir da ein bisschen besser die Karten, also die Orte sehen können. Beziehungsweise die Straßen eher. So. Ja, wird jetzt noch 1000 Jahre dauern, bis Frithjof hinterherkommt. Aber das ist herrlich. Überall Tote. Das ist doch schön. Das ist der Weg jetzt zu Xardas, meine ich, glaube ich. Oder? War es das? Ja, das war das. Und da hinten müsste irgendwo noch so ein Grab sein. Ist jetzt nur die Frage, ob wir den auch schon geschafft haben. Wo bleibt der, jetzt der Frithjof? Oder ist er jetzt weg? Ich glaube, hier war das eine. Ich glaube, den hatten wir sogar schon. Ja, es sieht so aus, als hätten wir den sogar schon. Ja, den hatten wir.
Ich glaube, den sehen wir nie wieder. Den Frithjof. Es sei denn, wir suchen uns einen anderen Begleiter. So, das heißt dann jetzt hier einmal bis zu Xardas und dann da müsste noch einer sein. Genau, hier waren die Goblins. Oder Gobbos, wie die hier vom Helden genannt wurden. Habe ich was zum Grillen? Rohes Fleisch. Hier einfach noch ein Kruschpach und den habe ich nicht mal gelootet. Nur Schnapsbeere, Zauberwurzel, perfekt. Dass ich hier einige vergessen habe zu looten. Schande über mich. Würde ich nicht so gerne runter springen. Obwohl, wenn ich jetzt einmal speichere und dann da runter springe, was passiert dann? Hier gibt es einen Morgentau. Ah, okay. Hier geht's nur tief bergab. Nein, nicht. Ich wollte jetzt nicht runterfallen. Da hinten geht's auch noch weiter. Weltkarte. Okay, wo führt das hin? Das ist schon außerhalb der Map. Noch mehr Orks. Jetzt wirst du bluten. Bleib stehen, Mora. So. So, beide erledigt. Ich wusste nicht, dass hier noch mehr Orks sind. Mal gucken, wie wir das gleich machen, wenn wir hier die Orks bekämpfen und Frithjof gleich wieder dazu kommt. Irgendwann müsste Frithjof dazu kommen. Nein.
Nice. Nochmal kurz speichern. Und dann die nächsten. Ich werde dich töten. Okay, jetzt kommen sie alle. Okay. Noch ein Kruschbach. So. Kraut fressen. Obwohl, komm, wir haben Fleisch. Das Dingens da ist, Frithjof, können wir derzeit hier weiter erkunden? Uns hat alles hier mal ansehen, bis der da ist. Das wird wirklich ewig dauern. So, noch eine Schnapsbeere. Da ist noch eine Schnapsbeere. Und eine Heilpflanze. Haben wir hier Sonnenkraut und eine Waldbeere. Ahnengräber. Wir sind irgendwo hier in dem Bereich. So, was haben wir hier? Wolfskraut. Wer, wo, was? Wer hat mich wo gesehen? Ach so. Da! Da! Will der jetzt auch noch Stress oder was? Da! Da! Keine Ahnung, wo der Schamane ist. Ich höre den, aber ich sehe den nicht. Mir. Okay, dann können wir hier gehen. Der ist irgendwo in den Boden reingebackt. Dann bringt es nichts, hier zu sein. Wenn der unter der Erde ist. Alter, geht er tief runter. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt runterspringe? Ich speichere einmal. Das will ich jetzt sehen. Tschüss. Achso, da ist Wasser.
Und jetzt? Ich lade noch mal. Ja, dann, ich hatte gedacht, wenn wir da runterfallen, sterben wir oder so. Denn, das ist einfach, okay, das ist wahrscheinlich ein... Ich will wissen, was hier hinter ist, oder was hier ist eigentlich. Da, wo wir gar nicht hinkommen. Okay, Frithjof hat uns noch nicht wiedergefunden. So, wenn wir jetzt weiter hier entlang gehen. Erstmal die Straße unten. Da müsste es doch auch irgendwo hingehen. Also da ging es ja irgendwo mal weiter. Und ich meine jetzt nicht in die Höhle rein, sondern irgendwie links davon. Obwohl, in die Höhle können wir auch noch mal rein. Einfach nur, um sicher zu gehen, zu gucken, dass wir da jetzt nichts vergessen haben. Aber ich meine in die Richtung. Da hatten wir wegen irgendwas... nicht hingegangen. Wir haben hier noch Erz vergessen. Nein, ich wollte nichts essen. Aus Versehen auf die Viele. Okay, hier waren jetzt nur Fleischwanzen. Und das Erz hatten wir wirklich vergessen gehabt. Ich speichere nochmal. Dann gucke ich, ob hier noch irgendwie was ist. Okay, Tatsache. Okay, der trifft mich nicht. Jetzt hat er mich getroffen. Kommt er hier hoch? Ich glaube, der ist nicht in der Lage, hier hochzukommen. Okay, haben wir den. So, zweimal was essen und looten.
Nee. Hier drauf. Sonnenkraut. Rostiger Zweihänder. Frische Barock. Alte Schuhe. Oh, nochmal Dietriche. Perfekt. Wir kommen langsam wieder zu Dietrichen. Ja, das gehört gespeichert, würde ich sagen. Noch eine Katze. Wenigstens machen die gar keinen Schaden. Außer wenn die Quarze über Linz. So, alles mitnehmen. Und speichern. Hier geht's auch weiter. Noch mehr Goblins. Jo. Der zuerst. Alles mitnehmen. Wo genau führt das hin? Heilwurzel, Wolfskraut. Zu noch einer Katze. Und noch mehr Wölfen. Und noch eine Heilpflanze. Und noch eine Katze. Wo genau bin ich jetzt? Auf jeden Fall in einem Gebiet, das mir nicht so wirklich bekannt vorkommt. So, das nehmen wir mit. Achso, die rennen nur an mir vorbei. Okay, hier muss irgendwo links sein. Wahrscheinlich da oben. Gehe ich mal von aus. Nicht die Katze. Komm, wir können das in der nächsten Folge machen. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, bei Max Deus und ciao.